Was seht ihr hinter mir? Einen 5er BMW Touring, sagt ihr? Ich sage, ich sehe dort ein Werkzeug. Und wie das so bei Werkzeug ist, ich weiß nicht, ob ihr auch so der Heimwerker-Typ seid. Ich persönlich, ich habe ja immer von allem das beste Werkzeug. Ich kann es nicht benutzen, ich habe nämlich zwei linke Hände. Aber im Kopf ist es irgendwie toll, wenn man die beste, stärkste Bohrmaschine hat oder so. Und deswegen machen wir jetzt ein Technik-Spezial zu diesem 5er Touring, denn der hat ein neues Feature bekommen. Damit herzlich willkommen bei Auto ab. Mein Name ist Björn Habiger, mein Freund, nämlich Habi. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam an, was an dem 5er denn neu ist. Bevor es jedoch mit dem Video losgeht, kurzer Reminder, dieses Video entsteht zusammen mit Y-Food. Y-Food, warum ich das trinke und warum ich es empfehle, das erfahrt ihr unter anderem auf dem Stay Happy Kanal auf YouTube. Verlinke ich auch hier unten drunter. Ihr dürft aber nicht vergessen, ihr könnt eure Probepackung Y-Food bestellen mit dem Code HABI15 und dann spart ihr auch noch 15%. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam das Video an. Wenn ihr zu der Kategorie Menschen gehört, zu dieser privilegierten Kategorie Menschen, die sich ein solches Kfz als tägliches Arbeitswerkzeug genehmigen dürfen, weil sie zum Beispiel im Außendienst sind oder weil sie User-Chooser sind und sich so einen Firmenwagen aussuchen durften, obwohl sie gar keinen brauchen. Es gibt viele Gründe, warum sich die Menschen einen 5er Touring leisten können oder dürfen oder wollen oder haben. Und wenn ihr also zu denen gehört, die mit so einem Auto tagtäglich unterwegs seid, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr einen Dieselfahrt. Diesel. Das böse D-Wort. Ich sage es immer noch gerne, denn es tut sich auch bei den Dieselmotoren unheimlich viel. Und es gibt eben Zielgruppen an Menschen, die brauchen ein Auto, mit dem sie mal schnell 1000 Kilometer am Tag schrubben können. Und da tut sich ja unheimlich viel, habe ich ja gerade schon gesagt. Diesel. Der 520D. Es ist ein sinnvolles Auto in meinen Augen. Es ist ein kleiner Dieselmotor. Aber was wäre, wenn man noch mal so zwischen 10% und 20% im Alltagsverkehr an Sprit einsparen könnte? Das wäre eine coole Sache, richtig? Richtig, hat sich BMW auch gedacht. Und deswegen gibt es nämlich seit dem Herbst letzten Jahres, seit Herbst 2019, den 520D auch in einer Mild-Hybridisierung. Was zum Geier ist ein Mild-Hybrid? Wir wissen alle, was ein Plug-in-Hybrid ist. Den 5er gibt es als Plug-in-Hybrid. Wisst ihr ja mittlerweile, ne? 530e, Stecker rein, große Batterie vorladen, rein elektrisch fahren. Bei anderen gibt es Hybridfahrzeuge. Eines der bekanntesten Vollhybridfahrzeugen ist ein Toyota RAV4 Hybrid zum Beispiel oder der Prius. Was ist ein Mild-Hybrid? Bei Mild-Hybrid, es ist eigentlich so eine Marketinglösung, Mild Hybrid, Voll Hybrid. Nur der Plug-in Hybrid, der ist wirklich so ein Ding, wo man sagt, ja, Stecker rein, verstanden. Ein Mild Hybrid bedeutet, Hybrid steht ja nun mal für zwei. Ein Hybrid steht für zwei, was auch immer. Beim Auto sind es zwei Antriebsquellen, zwei Energiequellen, zwei Möglichkeiten, mit denen man vorwärts kommen kann. Und Mild benutzen die Leute dann in der Automobilindustrie, wenn sie etwas elektrifizieren, das Auto aber nicht rein elektrisch fahren kann. Und so ist es auch bei einem 520D. Es gibt die mittlerweile mit einem sogenannten Riemenstarter-Generator, den man... ungefähr da unten... Nee, das ist der Klimakompressor. Nee, ich glaube, er ist eher da hinten unten, den man nicht sehen kann. Was ist ein Klima, was ist ein Riemenstarter-Generator? Im Prinzip ist es eine Art Lichtmaschine, die aber mehr kann, als einfach nur als Dynamo zu dienen. Sie kann auch Kraft abgeben. Und im Falle des BMWs sind es sogar 11 PS, die dieser Riemenstarter-Generator abgeben kann. Und wenn der abgeben kann, und 11 PS sind das, dann kann der natürlich auch entsprechend viel rekuperieren, also Energie zurücknehmen, Energie speichern, beim Heranrollen an die Ampel zum Beispiel oder auf der Autobahn, klassisches Thema, auf der Autobahn Fuß zum Gas rollen lassen, ne?
und dann langsam abbremsen. Die ganze Energie kann man zurückholen. Haben sie früher auch schon gemacht, haben sie auch schon vorher gemacht, vor der Mild-Hybrid-Geschichte. Da haben sie die Energie aber nur speichern können. Und dann hast du die fürs Radio benutzt zum Beispiel oder fürs Licht oder so, ne? Ganz normal im System. Mit 48 Volt, mit einer höheren Spannung, kannst du eine höhere Leistung übertragen. Diese höhere Spannung, diese höhere Leistung, die sie speichern, speichern sie im Übrigen hier vorne in dieser Batterie. Das ist diese Batterie hier vorne, da steht LG Chem drauf, ein Lithium-Ionen-Akku, 10 Amperestunden, 440 Wattstunden, 44 Volt. Der gehört zum Teil des 48 Volt Paketes. Der nimmt die Energie entgegen, die der Riemenstartergenerator bringt, wenn man rekuperiert. Und der liefert dann auch wiederum Energie, wenn ich sage, ich brauche ein bisschen Energie, um das Auto beim Beschleunigen zu unterstützen. Was man also davon merkt oder nicht merkt, ist mal neben dem einen Fakt, was unten am Papier letzten Endes draufsteht, ich glaube, das Interessanteste bei so einem Mild-Hybrid. Das muss man erfahren. Halt die Seite. Wer so ein schickes Automobil als schnödes Alltagsautomobil nutzen darf, der ist ja schon sehr privilegiert, würde ich sagen. Denn der 5er Touring war vorher schon nicht bekannt als ein Auto, über das sich die Benutzer des Fahrzeuges häufig beschwert haben, dass es ihren Ansprüchen nicht gerecht werden würde. Im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Fahrer von so einem Auto sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was ihr Auto kann. Jetzt kann es noch ein bisschen mehr. Der Riemenstartergenerator hat ja die Möglichkeit, Kraft abzugeben. Er boostet sozusagen, er unterstützt den Benzinermotor. Und das bedeutet, ich kann ein mögliches Turboladerloch, ist ja immer noch ein 2-Liter Turbodieselmotor, überbrücken. Das heißt, ich muss nicht unbedingt warten, bis der Turbolader zieht, sondern ich habe vorher schon so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen mehr Kraft schon auf die Maschine zu geben, sodass sie leichter hochdreht. Auf dem Papier beschleunigt der 520er nach der Mild-Hybridisierung schneller. Unwesentlich, aber er tut das. Die Frage ist aber doch eher, was spüre ich so im Alltag von dem Auto? Und dann haben die BMW-Leute tatsächlich in die Pressemappe reingeschrieben, das Auto ist jetzt komfortabler. Wie gesagt, ich habe so meine Zweifel, dass es vorher unkomfortabel war. Aber was du auf jeden Fall merkst, ist der Vorgang des Start-Stopp, wo der Motor ausgeht, so unmerklich und verschliffen vonstatten läuft. Ich gehe jetzt mal so vom Gas runter. Jetzt ziehe ich zweimal an den Schaltpedalen, jetzt ist der Motor aus. Segeln konnte der 5er Touring vorher auch schon. Segeln bedeutet ja, Gang rausnehmen, Auto rollt. Besonders effizient ist sowas auf der Autobahn. Wenn man sieht, oh, da vorne Baustelle oder Stau oder was, und dann gehe ich runter vom Gas und lasse das Auto nicht in den Motorbremse reinlaufen, sondern ich lasse es einfach rollen. Das ist also ein Auskuppeln, Segeln. Segeln funktioniert normalerweise so, Gang rausnehmen, Motor läuft, Leerlaufdrehzahl, und mit 160 km/h in Leerlaufdrehzahl segelst du also von dannen. Jetzt kann der bis 160 km/h segeln und dabei den Motor ausschalten, was natürlich mehr Energie spart, als wenn ich den Motor einfach nur im Leerlauf laufen lasse. Na, man kann das so provozieren, indem ich hier zweimal beim Rollen am Schaltpedal ziehe. Machen wir nochmal. Runter vom Gas, rollen lassen. Zweimal am Pedal gezogen, aus. Rollt. Jetzt rollt er. Er segelt, der Gang ist draußen. Wenn ich jetzt bremse, dann weiß der Motor, hoppla, der Fahrer möchte verzögern. Der Motor springt wieder an im gleichen Augenblick, denn jetzt macht es Sinn, die Motorbremse des Autos zu nutzen. Also die Motorbremse zu nutzen und das Auto langsamer werden zu lassen. Sobald ich auf die Bremse steige, ist ja wohl eindeutig klar, der Wunsch des Fahrers ist verzögern. Und wenn wir verzögern, dann macht es doch Sinn, wenn wir uns diese Energie zurückholen. Und genau das macht eben das 48 Volt Bordnetz mit so einem Riemenstartergenerator wesentlich effizienter und effektiver, ich glaube effektiver ist der richtige Begriff, als ein
normale, mit einer normalen Lichtmaschine, da war es auch schon. Die Lichtmaschinen haben sie auch schon in der letzten Generation bedarfsgesteuert, heißt das. Das heißt, die Lichtmaschine hat keinen Strom erzeugt, wenn ich Gas gegeben habe, ne, dann ist kein Widerstand da. Das heißt, der Motor muss nicht auch noch diese Lichtmaschine bewegen. Und erst wenn ich im Rollen war oder am Bremsen war, hat die Lichtmaschine einen Widerstand erzeugt und hat Strom erzeugt. Jetzt ist es da noch einen Schritt weiter eben. Und jetzt kann ich auch, wenn ich rolle mit bis zu 15 km/h, ich habe das gelesen, 15 km/h an die Kreuzung ran. Ich rolle jetzt langsam an eine Kreuzung und bereits ab 15 km/h schaltet er den Motor aus. Motor aus an der Kreuzung, runter von der Bremse, wupp, an. Das müssen wir jetzt, da wir keine Stoppuhr haben, die so super präzise funktioniert, einfach mal glauben, dass das schneller ist als mit der klassischen mit dem klassischen Anlasser angemacht. Es ist vor allen Dingen komfortabler. Das heißt, wenn ich hier jetzt rolle, runter von der Bremse, 15 km/h, aus. Ich rolle an die Ampel heran. Und jetzt merke ich, hör, Ampel ist grün, ich kann doch losfahren und gehe wieder aufs Gas. Ich habe keine Gedenksekunde darin, bis der Riemenstartergenerator den Motor anwirft. Und er macht das eben auch ein bisschen verschliffener und ein bisschen eleganter als ein klassischer Anlasser. Es ist nicht so rubbelig. So, ist er denn dynamischer? Ich würde sagen, das kann man nicht spüren. Ich habe aber auch vorher schon immer gesagt, 8-Gang-Automatik von ZF bei BMW in der Abstimmung, das ist halt, es gibt nichts. Es gibt keine bessere Variante, keine bessere Kombination für den Alltag. Die Kollegen der Fachmedien, die es ja sonst noch so da draußen gibt, so von Autobild bis Automotorsport und so weiter, die haben das schon mal auf ihrer Normverbrauchsrunde ausprobiert. Ich persönlich hatte den nicht für meine Normverbrauchsrunde. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten und drehen das am Bielster Berg. Deswegen sind meine Fahreindrücke zu dem Auto auf einer sehr kurzen Distanz entstanden. Und ich kann euch nicht sagen, was er in der Habi-Normrunde braucht. Aber mal davon abgesehen, dass das ein Auto ist, das selbst als Kombi eher eine 4, vor der Zahl hat, also 4, irgendwas auf 100 Kilometer im Normverbrauch. Da kann man schon mal die Augen groß werden lassen. Ist der jetzt auch noch 10-20% sparsamer als vorher? Also die Kollegen bei der Autobild haben sogar fast 20% Sparsamkeit herausgefahren? Ersparnis herausgefahren! 20% Ersparnis herausgefahren. Für mich persönlich, naja, das ist, das, weißt du, das ist halt, also ich meine, es war vorher eine gute Lösung. Zweimal dran ziehen, aus. Kissen hier am Kopf. Ne? Ach so, hier, das da, ne? Das stimmt. Kopfschützer hast du so oder so, aber Kopfschützer habe ich noch ein bisschen besser. Noch ein bisschen geiler. Naja, also ich glaube, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, Herr Kameramann. Der 48 Volt Riemenstartergenerator und die Mild-Hybridisierung ist im BMW sowas wie die ausklappbare Kopfstütze. Und ich glaube, an der Stelle sagen wir zurück ins Sendehaus. Bis zum nächsten Video. Merkwürdige Vergleiche, die wir hier haben. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. Cooles Gerät. Würde mir völlig für den Alltag reichen. Tolles Autochen. Der Kofferraum scheint ja auch recht groß zu sein. Laserlicht gibt es jetzt auch für das Auto, habe ich gelesen.
Ja. Meinst du, wir wollen denn noch meinen Kofferraum schauen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt den 48 Volt Riemenstarter-Generator thematisiert und bis zu 20% Spritersparnis thematisiert. Das ist kein Video. Den Rest dann im ausführlichen Video. Du meinst, ich müsste mir so ein Auto kaufen? Macht auf jeden Fall mehr Sinn als mein Ford Ranger. Wäre also ein gutes Leasing-Nachfolgeauto nächstes Jahr im März. Lass weg, die Kamera ist gut, reicht. Eine Mutstrecke mit Hybridisierung thematisiert. Punkt.